Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Omni 2, dem Omnibus Simulator. Heute unterwegs auf der Linie 300, was war das hier? 324 in Alt-Heiligensee. War schon lange nicht mehr gefahren, lange gab es auch keine Bilder mehr. Ihr werdet auch sehen, dass ich die Map lange nicht mehr berührt habe. Ich habe nämlich gerade bei den Vorbereitungen gesehen, dass hier noch ein paar Geister rumschwirren vom Halloween vorletzten Jahr. So lange ist es tatsächlich her. Wir fahren mit dem wunderschönen BRTC2 Mod von Simon. Da nochmal einen lieben Dank, dass ich den haben darf. Ein wunderbares Fahrzeug jetzt mit dem Mod. Und ja, wir fahren mit einem Subunternehmer Bus und was so in der Richtung nach Altheiligensee. Ich habe leider den falschen Spawnpunkt ausgewählt, weshalb wir als Betriebsfahrt erstmal nach Falkenplatz müssen. Das ist übrigens reales Wetter hier. Es schneit tatsächlich bei mir. Der Bus ist soweit vorbereitet. Größtenteils sagen, Kaffee trinken und dann geht's auch schon los. Der Fahrplan ist auch schon eingestellt. Mach mal noch das Fahrzeug. Ich habe doch eigentlich einen Fahrplan drin. Da nicht übernommen. Ab, genau, das ist unser Fahrplan. Komme ich hier zurück? Okay. Mach mal die Scheibe rein. Das ist das Schmuckstück. Weg damit. Kleine Information jetzt für die, die es vielleicht triggert. So eine kleine Triggerwarnung. Ich fahre mit Lenkrad, allerdings wird die Übertragung hier nicht perfekt übersetzt. Das heißt, wenn ich so ein bisschen lenke. Weshalb ich empfehle, darauf einfach nicht zu achten. Jo. Dann, let's go. Schon lange nicht mehr hier unterwegs gewesen. Wird also höchste Zeit. Einiges natürlich angepasst. Die AI-Lösung war ja hier furchtbar. Fahren natürlich, wie ihr schon seht, Bäume wieder grün. Der erste Tag im Jahr, wo es Bäume wieder grün sind. Frühling ist da. Da ich aber reales Wetter anhab, schneit es hier. Warum nicht? Das mit dem Klimawandel so weit, da ist das hier natürlich auch schon realistisch. Der Bus ist privat und wird es auch bleiben. Daher bitte ich euch auch keine Anfragen zu stellen.
dürftet den Bus ja wahrscheinlich aus Videos von Bio, also ÖPNV-Simulation kennen. Oder Bilder aus sonstigen Gruppen. Ist ein tolles Ding. Mir gefällt das sehr, es macht viel mehr Spaß. Besonders wenn man jetzt einen Ablegeassistenten hat. Werdet auch relativ schnell erkennen, dass hier einiges verändert wurde an der Map, da ich sie so ein bisschen vom Jahr angepasst habe. Dieses so soll auf dem Stand 2020 sein. Schon da. Schildern wir einmal nach Altheiligensee, genau. Spulen die Zeit ein bisschen vor. Ach, wir haben sogar verspielt. Die Geister. Kurve schaffe ich nie, sorry. Kreuzung muss ich endlich mal richtig machen. Richtige Kreuzung hier hinbauen. Die Straßen sind jetzt natürlich nur bei mir so komisch. Weil ich irgendwie was installiert habe, was das überschreibt und so komisch aussehen lässt. Und das sieht das natürlich nicht schön aus. Weihstraße.
Schilder. Auto hier. Geh ich nicht weg. Ich weiß nicht, was es ist. Im Editor steht da nichts. Na schön. Sommer bestimmt eine schöne Ausflugslinie. Müssen mich alleine beschalten. Gemeindefriedhof. So, los. Hättest du reinfahren können. Doch gar kein Ende. Und jetzt, los, rein da. Oh. Ja, siehst du. Das war jetzt so schwer. Strandfahrt Heidensee. Hab ich ja wohl was falsch geschrieben, glaube ich.
Machen wir nochmal schön ein Foto. Das ist schon eine sehr nervige Sache, dass das hier nicht richtig übersetzt wird im Lenkrad. Altheiligensee. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Hallo? Spät, okay. Akzeptiere ich. Wir machen jetzt eine Pause. Ich wollte eigentlich noch mal eine Runde zurück, aber das lassen wir dann. Das war eine kleine, aber sehr feine Tour. Es gibt nichts, was einem daran gefallen könnte. Würde mich trotzdem über einen Daumen nach oben von euch freuen. Abo dürftet ihr bitte auch da lassen. Das ist eine Aufforderung. Nein. Das war's für heute. Hoffe, ihr hattet Spaß am Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Heißt OMSI Let's Play. Oder ich sogar so eine Baufolge mache, wo ich an Berlin Buch, also Pankow Nord, baue. Das wollte ich ja auch mal wieder machen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal, Leute. Tschö mit Ö.